Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, Pflanzen vorzustellen, die bestechen durch eine üppige, wunderschöne Blüte und die total pflegeleicht sind. Eine Pflanze davon ist das sogenannte Johanniskrautstrauch. Dieses Johanniskraut ist ein Ziergehölz, blüht jetzt vom Juli bis Oktober. Also Juli, August, September, Oktober, 4 Monate ohne Unterbrechung. Sie sehen, die einzelnen Blüten sind nicht nur schön, sie sind wunderschön. Sie sind voller Knospen und die Pflanze kennt praktisch keine Krankheiten, sie kennt auch keine Schädlinge. Eigentlich gedeiht sie sowohl im Halbschatten wie auch an der Sonne. Allerdings auf Folgendes sollten Sie unbedingt achten. Wenn Sie Hypericum hütcot, so die botanische Bezeichnung, in Ihrem Garten ansiedeln als Rabattbepflanzung, wie hier am Rand, wo der Parkplatz ist, oder irgendwo am Rand von einer schönen Hecke, wo Sie sich erfreuen können an schönen Blüten, dann sollten Sie darauf achten, dass der Boden nahrhaft ist. Die Pflanze toleriert keine staunende Nässe. Das Wasser muss zügig abfließen. Und noch etwas. Wenn Sie die Pflanzen jung erwerben, dann sollten Sie die ersten 2 Winter die Pflanze etwas schützen. Später ist sie absolut robust, toleriert also auch Minusgrade, ist absolut kein Problem. Im Herbst wird sie stark zurückgeschnitten. Und noch etwas. Den Boden von diesen Ziergehölzen, wie zum Beispiel das Johanniskraut, sollten Sie unbedingt durch ein Mulchmaterial schützen. Optimal als Mulchmaterial eignet sich ein guter, ausgereifter Kompost, eine kompostierte Rinde und noch etwas, ein Trick. Sie können auch den Grasschnitt von Ihrem Rasen verwenden. Allerdings sollten Sie dieses Mulchmaterial nicht höher als ca. 3 cm auftragen. Warum? Weil sonst siedeln sich in diesem Mulchmaterial die Schnecken an und die wollen wir wirklich nicht. Also, Johanniskraut, Hypericum hütcot, ein absoluter Hit, auch in Ihrem Garten. Blüht vom Juli bis August, absolut pflegeleicht. Im Herbst wird die Pflanze zurückgeschnitten, treibt wieder neu aus, hat keine Schädlinge, keine Krankheiten. Nur, wenn Sie die Pflanze neu ansiedeln, die ersten 2 Winter, die Pflanze etwas sorgfältig behandeln und sie ein bisschen vor der Kälte schützen. Aber wie erwähnt, nur die ersten 2 Winter. Also, Ziergehölze gibt es wirklich, die pflegeleicht sind. Und wir wollen doch alle einen schönen, attraktiven, aber pflegeleichten Garten.